Der TV-Moderator Kai Pflaume teilt mit seinen Fans jede Menge auf Instagram. Auch einen neuen Laufrekord stellt er online und ist trotzdem verärgert. Kai Pflaume unterhält seine Fans regelmäßig auf Instagram. Der TV-Moderator ist auch ein leidenschaftlicher Läufer. Nun hat er eine persönliche Bestzeit aufgestellt, die sich sehen lässt. München, Kai Pflaume ist in München daheim. Der TV-Moderator ist außerdem alles andere als ein Stubenhocker. Der 53-Jährige ist sehr oft draußen in der Natur unterwegs und dokumentiert das auch eifrig auf Instagram. Er nutzt den Kanal, um vor allem auch seine sportlichen Aktivitäten zu zeigen. Ob auf dem Starnberger See oder auf einer Garmischer Berghütte, seine Fans sind ausreichend informiert. Kai Pflaume, Rekord in München, Laufzeit lässt Fans staunen auch beim Friseur. Lässt er die Follower teilhaben, welche Wesensveränderung ihm jetzt droht? Und ein beliebtes Hobby des gebürtigen Sachsen ist das Jodeln. Und Kai Pflaume ist nicht ein 0815-Sportler, der sich nur zum Posen die Schuhe bindet, sondern schon fast ein Athlet. Eine 16-Kilometer-Runde rast er mal locker ab, und das auch noch in respektabler Kilometerzeit. Kai Pflaume. Nach Bischzeit ist er selbst verärgert. Nun war Pflaume wieder laufen und das sogar, wie er sagt, in persönlicher Bischzeit über 10 Kilometer. Wow, das war völlig unerwartet, sagt er bei einer Kilometerzeit von 4 Minuten und 30 Sekunden staunen die meisten nur. Doch der TV-Moderator ärgert sich ein kleines bisschen. Denn er kam exakt bei 45 Minuten am Ziel an, er hätte es aber selbst lieber in 44:56 geschafft. Abermals bewies Pflaume, dass er kein Fallobst ist. Auf dem Pfeil nach rechts drücken, um die Laufauswertung zu sehen. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an. Es gibt so Tage wie diesen. Da gehe ich einfach so laufen, habe mir gar nichts Besonderes vorgenommen und komme mit einer neuen persönlichen Bischzeit über 10 Kilometer nach Hause. Swipe nach links für die Ergebnisübersicht, es könnte einige Gründe dafür geben, vielleicht die Laufrunde. Mit @felixladen am Dienstag oder der @bichbo Ostburger. Bei @jernpirik immer gestern, vielleicht auch das Punkten mit @revinstagram am Montag, das Superbuch. Laufinami mit von @philipp.flieger oder die guten Tipps von @patrick_1. Ich werde es wohl nie herausfinden, bin aber mega happy. Running Run 10K neue persönliche Waszeit Boostdürung Motivation Toaster ein Beitrag geteilt von Kai Pflaume, @KaiPflaume, am Juli 16, 2020 um 4:02 PDT. Neben dem Training ist der 53-Jährige aber auch viel unterwegs. Mal zeigt er sich in Dortmund, mal in Freiburg. Doch dass der Wahlmünchner so schnell unterwegs ist, lässt viele staunen. Du läufst schneller als ich Rad fahre, schreibt einer. Rakete, nennt ihn ein anderer.